Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. So, ich bin euer Shadow Mask und wir legen weiter los. Ich habe jetzt die ganzen Typis ausgeschaltet hier. Scharfschützen und so weiter. Oh Scheiße. Ich sollte hier abhauen. Da, fick dich, Mann! So trete ich dich ab! Bams. Perfekt, beide gekillt. Aua. Jetzt sollte ich abhauen. Oh, Sackgasse. Braucht ihr mehr Waffen? Alles klar. Scheiße, ich muss da. Verdammt, oh, ich hoffe, ich muss nicht alles nochmal machen. Nimm eine von den Granaten ab und ich erlöse dich von deinem Elend. Nimm sie ab! Aufpassen, dies, der teilt mächtig aus! Was zum. Das ist jetzt mir geschmissen. Okay. Was? Ich war doch weit genug weg. Okay, das muss ich irgendwie geschickter machen. Da bleibt Picker, werde ich zu dir kommen.
was ab! Oh, verstehe. Denk doch ein bisschen nach. Tu dir keinen Zwang an. Geht da nicht so rum mit Deckung! Der Kerl kann doch nichts. Mach's dir bequem, Alter. Das wird eine Weile dauern. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Ich will haben. Unser Mann wurde abgeknallt. Jetzt geht's los, Mann. Schon, der Kerl kann doch nichts. Die Kugeln werden dich schon finden, Motherfucker. Warte, Leute, der Kerl ist verletzt. Oh, verstehe. Geht doch ein bisschen nach. Kein Spaß. Ich steck was ein. Voll der Schiff, die Verspürung. Wenn du die Granate hast, dann wirfst die. Hey, yo, Bitch. Wenn dich, wenn du noch sagst. Weg hier. Fuck, nein. Boah, knapp. Hey, Pete, willst du da den ganzen Tag bleiben? Und diese Granaten werfen ins Kamera. Bleib unten! Wieder. Weg hier rennen. Das wird eine Weile dauern. Jetzt kann ich ihn retten, du Nutzer. Scheiße, Mann. Ihn hat's erwischt. Ey, willst du, dass ich komme und dich hole? Brenn dich. Was stehst du da rum? Von schon wieder. Rennen. Ja, hau ruhig ab. Ich find dich ja doch. Oh, verstehe. Denkst doch ein bisschen nach. Tu dir keinen Zwang an. Jetzt bist du in unserer Welt! Du kleine Ratte! Hast dich in dein Loch verzogen, was? Weiter so! Hey, Bitch! Willst du da den ganzen Tag bleiben? Bei mir dran! Jetzt kann ich nichts mehr retten, du Nutte! Hey, yo, Bitch! Meld dich, wenn du noch da bist! Ha! Wir sind ein paar Mann mehr als du, Junge! Mach's dir bequem, Penner! Das wird eine Weile dauern. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Der Pickup, herhört! Wir müssen den Bastard in die Zange nehmen. Fick den Sie! Ich komme und ich hole? Du kleine Ratte, hast dich in dein Loch verzogen, was? Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Du kleine Ratte, hast dich in dein Loch verzogen, was? Yo, ich hab dich, Bitch. Alle Mann! Du willst das in die Länge ziehen, was? Jetzt kann ich nichts mehr retten, du Nutte. Nun, da waren es nur noch drei. Wir sind echt gefickt, Alter! Wenn du da bleibst, Ficker, werde ich zu dir kommen. Er war doch gerade noch da. Oh, verstehe. Denkst doch ein bisschen nach. Tu dir keinen Zwang an. Das ist doch Kacke, Mann! Wir werden hier draußen gefickt! Der macht uns... Runter! Besorg's ihm dreckig! Und achtet auf Bullen! Der hängt auf halb acht. So, jetzt muss ich die Ecke erreichen.
Hab ja alle ausgeschaltet. Audio Log. Ja, verpiss dich, ich nehme auf. Alles klar, los geht's. Oh mein Gott! Irak. Ein Vermächtnis. Irak's Vermächtnis. Lucky Quinn bekommt den ganzen Respekt. Die scheiß Mumie und sein Schlägertrupp sind das alte Schikan. Er lebt immer noch in den wilden 20ern, der Typ. Ja, Lucky Quinn ist hardcore. Schwer. Thank you.
Zeug drauf, ich komm die Sau. Halt dich wohl fest, Kumpel, den Victor machen wir platt. Stehen bleiben mit einer Ampel und dann warten, bis das Neutralisieren den kommt. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Oh, ich ahne was. Ich spiele das Spiel blind, also. Aber so wie sie jetzt gerade reagiert hat, Ich schätze, sie ist der zweite Hacker gewesen. Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast du eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal? Dazu. Ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Waffenhandel. Wenn ihr das sehen wollt, gerne könnt ihr mir schreiben, dann mache ich das in einem Spezialvideo noch. Oder Videos. Aber im Moment eher nicht. TVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten ihm sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht.
langsam öffne dich. Und schließe dich. So. Was, Omas Bulldogge? Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Wie das aussieht, hey. Krass. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir da hin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Ist an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey, was hast du? Da ist der Zack, oder? Ja. Sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber es steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich bin nicht nur. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Kamera im Aufzug. Nice. Verstanden jetzt. Du kriegst ja los.
Ja, der wird dahin laufen. Schon sind wir drin. Von Detzek. Die Alert sagt immer anpassen. Das ist der Schlüssel. Ich hab den richtigen Schlüssel. Boom! Ah! Gar nicht. Ich hab dir gleich einen. Bam! Bam! Mann, du Bescheid! Du Bescheid! Na komm schon, komm schon! Ich mach dich klar, Alter! Ja, ich mach dich klar! Ich meine, du bist ein räudiger Hund. Ah, Mann! Ein Wunder! Ich hab dich klar! Der Vögel noch oder gerade da. Kriegt einiges von den Visa, noch mehr von Grammar. Ja. Komm schon. Wenn er nicht immer dazwischen gehen würde, hätte ich den Adi satt längst kalt gemacht. Ja. Der Park steht unter meinem Schutz. Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aus. Okay. Das CTOS ist das Beste. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Besser wissen. Die machen Drogen. Hinlaufen. Sieht gut aus.
Stark, die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Fathead! Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat doch immer überall hingepisst. Yeah, yeah. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließe Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier kraulen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Wiesel. Oh, fuck! Sonst noch was? Okay. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Skillpunkt. So. Zusatzakku ist immer geil. 6 Punkte habe ich jetzt geholt. Das hier kann ich alles hacken. Cool. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird viel machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Badbug.
Assassine, Dad. Na, ich meine, warum spricht er mit einem, den er gerade umgebracht hat? Es ist eine Art Beichte. Also, das ergibt doch gar keinen Sinn. Dad, bitte, du versaust. Ich habe die Nachrichten gelesen. Da stand was über eine Verfolgung am Parker Square. Sah mir ganz nach Aiden Pierce aus. Bist du bei Nikki? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen und ich habe ihr deine ganzen Moves verraten. Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na, na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nikki reden. Na, war das denn so schlimm? Aiden. Hey. Es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nikki, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich hab keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen? Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, hab ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nikki übrigens auch. Okay, die hat einen Plan. Das eine übrigens mit Assassin's Creed, oder da hat er gespielt, scheinbar. Oh, eine Hand. James Pitt. Jesus, was? Oh, wie krank. Alter. Aber mehr. Schauen wir uns jetzt noch schnell an. Pass auf, wo du mit dem Scheißding rumlegst. Nicht meine Schuld. Willst du mich verarschen? Verdammt, ich will hier schlafen, ihr Penner. Ruhe da drüben. Oh, Ruhe jetzt. Ich kann das erklären. Vergiss es. Nein, hey, ich meine, es ist... Vergiss es. Weißt du, ich bin nicht der Typ, der... Halt endlich die Klappe, ich will Fernsehen.
Im Ernst, ich kann alles erklären. Ich meine echt, ich habe nur im Internet gesurft und mein Kumpel schickt mir diese lustige E-Mail. Ich habe nur geantwortet. Nimm deinen Scheiß und hau ab. Sofort. Okay. Ah, hier ist ein Bett. Zum Safen. Gut, ich hoffe, das behält dabei. Jo, Leute. Und wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Shadow Master.